Der Dopingverdacht gegen die Biathletin Efi Sachenbacher-Steele hat sich erhärtet. Auch die B-Probe der Traunsteinerin wurde positiv getestet. Bei ihr konnte das verbotene Nahrungsergänzungsmittel Methylhexanamin nachgewiesen werden. Sachenbacher-Steele wurde von allen Wettkämpfen ausgeschlossen, ihre sofortige Heimreise veranlasst. Das teilte am Freitag der Deutsche Olympische Sportbund in einer Presseerklärung mit. Über weitere Konsequenzen sei noch zu entscheiden, hieß es. Entsetzen nicht nur beim Sportbund, auch bei Skifans wie hier in Garmisch-Partenkirchen. Wenn dann irgendwann in 5 Jahren von welchen, die sie nicht erwischt haben, Proben aufgemacht werden und die weisen das denen nach, dann hat derjenige, der Vierter geworden ist und dann keine Medaille gekriegt hat, auch nichts mehr davon. Also es ist unverantwortlich und es ist eine Schweinerei einfach. Die Empörung über den aktuellen Dopingfall hat auch die Bundesregierung erreicht. Dort hat man eine grundsätzliche Haltung dazu, so Bundesjustizminister Heiko Maas am Freitag. Wir wollen ein Anti-Doping-Gesetz. Wir wollen, dass in Zukunft diejenigen, die dopen, aber auch diejenigen, die Dopingmittel besitzen und damit handeln, bestraft werden. Und zwar mit Haftstrafen von bis zu 5 Jahren. Und wir glauben, dass dies einen Abschreckungseffekt haben wird, der die Bekämpfung des Dopings nachhaltig stärken wird. Die Bundesregierung wolle noch vor Ablauf des Jahres einen entsprechenden Gesetzgebungsvorschlag auf den Tisch legen, so Maas.